herzlich willkommen in der ausverkauften Köln Arena zu einer weiteren Ausgabe von Was liest du? Vielen herzlichen Dank. Unsere lange Buchnacht im WDR, wie ich immer sage, und werde gleich zu Beginn einen ganz lieben Kollegen begrüßen, der mir deswegen so lieb ist, weil er noch ein bisschen mehr wiegt als ich. Das ist gar nicht so häufig anzutreffen. Einer der angenehmsten, lustigsten, gutaussehendsten, intelligentesten, buchtechnisch beschlagensten Menschen dieser Republik. Begrüßen Sie Bernd Stelter. Nein, das muss. Das muss. Guten Abend. So. Ich habe in meinem Leben als Ankündigung schon einige Übertreibungen gehört, aber das schlug dem fast den Boden aus. Es sollte dir einen roten Teppich bereiten und das hat es. Und das hat es auch getan. Das ist eindeutig. Ja. So, ja. Wie ist die Stimmung? Die ist super. Ich habe so ein tolles Buch dabei. Ja, und zwar los. Geht es um Pete McCarthy und das Buch heißt McCarthy's Bar. Pete McCarthy ist Engländer, fühlt sich aber in Irland wohler. Was daran liegen mag, weil er früher immer jedes Jahr in Sommerferien mit dem Viehtransporter, also einem Schiff, das Vieh transportierte, nach Irland gefahren wurde, wo er auf dem Hof seiner Oma Urlaub machte. Deswegen fühlte er sich... Er ist ja auch halb Ire. Ne? Halb Ire. Vater Engländer, Mutter ja. Irin. Irgendwann ist dieser bekloppte Mensch, der dann Fernsehschaffender wurde und Comedian, ist irgendwann auf die Idee gekommen, was auch mal spannend wäre, wäre einfach mal nach Irland zu fahren und alle Pubs aufzusuchen, die McCarthys heißen. Das sind in Irland aber einige. Er ist überall gewesen und hat das aufgeschrieben in diesem schönen Buch McCarthy's Bar. Dieser Pete McCarthy ist mit 53 Jahren schon an Krebs gestorben. Und wenn man das Buch liest, denkt man, schade. Die Duftwolke. Ich sitze im Flieger nach Cork. Der Mann auf der anderen Gangseite macht einen bösartigen Eindruck. Außerdem trägt er ein Collar. Wahrscheinlich ist er Priester. Aber irgendwas an ihm, vielleicht, dass selbst im Schlaf eine gewisse Gewaltbereitschaft von ihm auszugehen scheint, lässt mich vermuten, dass er zu den Schulbrüdern gehört. Mit 10 Jahren bin ich zu den Schulbrüdern gekommen. Eine Zuckerbrot- und Peitsche-Erziehung, eben ohne Zuckerbrot. In meinem ersten Zeugnis stand, Peter ist ein unangenehmer und alberner Junge, der zu viel redet und es nie zu was bringen wird, aber er weiß, wie man Schläge einsteckt. In der Grundschule, also in der Zeit vor den Brüdern, waren es die Nonnen. 6 prägsame Jahre, in denen ich herauszufinden versuchte, ob Nonnen Haare haben. Merkwürdigerweise sind meine beiden klösterlichen Grundschulen längst zu Kneipen umgebaut worden. Und was die Schulbrüder angeht, nun, nach denen wurde ein Cognac benannt. Gottes Wege sind unergründlich, umso mehr, wenn man schon ein paar Gläser Intus hat. In meinem zweiten Jahr bei den Schulbrüdern fuhren wir richtig ins Ausland, zu unserer Partnerstadt. Nach Stuttgart. Mir hat diese Idee der Städtepartnerschaft nie so recht gefallen, weil man unweigerlich Orte miteinander verbindet, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Lebt man also in einer überwältigend schönen mittelalterlichen Stadt mit ausgezeichnet erhaltenem Schloss oder in einem mondänen Badeort mit Fischereihafen und kilometerlangem Sandstrand, wird man mit seinem kontinentaleuropäischen Gegenstück verbunden. Wenn man aber wie ich in Warrington oder in St. Helens wohnt, kriegt man eben noch so eine Industrieleiche zur Partnerstadt. Wie Stuttgart. Nachdem ich also mein erstes Dutzend Jahre inmitten von Drahtfabriken, Glasbläsereien und Chemielabors verbracht hatte, fand ich mich an einen Ort versetzt, an dem der Höhepunkt des Besuchs ein Ausflug in eine Kugellagerfabrik war. Zu allem Überfluss bekam ich auch noch Hepatitis. In einer Woche verliere ich über 6 Kilo. Hast du in dem Moment auch so ein gedacht? Grundsätzlich glaube ich solche Angaben nicht. Nein, ne? Das ist literarische Freiheit. Ja. Ne? Nur um uns zu ärgern.
Wo war ich stehen geblieben? In einer Woche verlor ich über sechs Kilo und lief gelb an, was mit 12 Jahren eine ziemlich interessante Sache ist. Also holte man den Arzt, einen streng aussehenden, ältlichen Deutschen mit Nickelbrille. Nicht gerade ein besonders vertrauenserweckender Anblick, wenn man im letzten Schuljahr eine Arbeit über Josef Mengele, den Engel des Todes, schreiben musste. Bis dahin hatte ich ein behütetes Leben geführt und von der Existenz von Zäpfchen keine Ahnung gehabt. Ihr Anblick löste einen Schock aus. Der Arzt erklärte in Kindergartendeutsch, was getan werden müsse, und als meine senffarbenen Augen ihn fassungslos anstierten, stellte er den Vorgang pantomimisch dar, doch konnte ich ihm immer noch kaum glauben. Das meinte er nicht im Ernst. Nicht mit diesen fetten Torpedos. Wenn meine Eltern gewollt hätten, dass mir fremde Dinge in den Hintern geschoben werden, hätten sie mich auch ins Internat schicken können. Endlich kapierte ich, was er von mir verlangte. Die Behandlung dauerte eine Woche. Die ersten Tage waren die schlimmsten. Dann kam der Arzt wieder. Er zeigte mir mit stummen Gebärden, wie man die Plastikhülle abreißt. Und danach war es einfacher. Die Lust am Ausland war mir allerdings vergangen. Ha? Als ich in die Bar zurückkomme, hat sich der Rugby, das ist jetzt auf der Fähre, muss man sich vorstellen. Als ich in die Bar zurückkomme, hat sich der Rugby-Club mit den rote Perücken tragenden Zwergen zusammengetan und bringt ihnen die obszöne Variante von Alouette bei. Die meisten Rugby-Spieler haben den seltsamen Gang der Fitness-Club-Fanatiker angenommen. Kein Hals, Schultern gekrümmt, Arme vom Körper abgewinkelt, wie Cowboys den Colt ziehen wollen. Eine selbstverliebte Affektiertheit, die von zu vielen hormonhaltigen Milchshakes offenbar noch verstärkt wird. Auf einer plüschbezogenen Bank, keine 10 Schritt von den lärmenden Rugby-Ärschen entfernt, beginnt ein junges Paar mit seinen sorgsamen Vorbereitungen für die Schlafenszeit. Er gehört zur Standardausgabe dieser graugesichtigen Jugendlichen mit brutalst Frisur in zerrissenem Blur-T-Shirt. Sie ist eine schlanke, dunkle Brünette mit Bubikopf und engelhaftem Lächeln. 20 Jahre alt, die schönste Frau an Bord. Während sie verschämt ein Band aus dem Haar nimmt, zieht er seine Turnschuhe aus und schnüffelt daran. Als nächstes sind die blassblauen Frottee-Socken dran, die so an seinen Füßen kleben, dass man hören kann, wie er mit ihnen die Haut abzieht. An diesen Socken riecht er nicht nur, er vergräbt geradezu seine Nase darin. Verblüfft sehe ich, wie sie ihm daraufhin einen festen Kuss auf die Lippen drückt. Und dann legen sie sich hin, Gesicht an Gesicht, und umarmen sich. Die Socken sind keine 5 Zentimeter neben ihren Köpfen. Ich lege mich unter einen Tisch auf den Teppich und grüble über die willkürliche Grausamkeit des Lebens nach. 6 Uhr morgens. Das letzte Quäntchen Luft füllt sich mit den grässlichen Lauten der Atemwegserkrankten, die allmählich wieder zu Bewusstsein kommen. Wenn man mit einem Kater oder auf dem Boden einer Bar aufwacht, oder beides, muss man sich sagen, dass dies der schlimmste Augenblick des Tages ist. Nichts wird fürchterlicher sein als jener Moment, indem man eine Hand auf den Teppich stemmt, um sich hochzuwuchten, während zwischen den Fingern wie aus einem Riesenschwamm abgestandenes Bier hervorquillt. Ich hatte gedacht, es geht nicht, aber dann lese ich auch die Kurzstelle. Ja. Schön, dass ich dich habe ermutigt. Du hast mich überzeugt. Der Pub The Barra ist berühmt für traditionelle irische Musik. An den Wänden hängen jede Menge Bilder, die den Wirt zeigen, wie er von Männern mit beeindruckenden Bärten und auffälligen Pullovern umarmt wird. Ich setze mich mit dem Examiner an den Tisch. Warum Japan nach allem Gälischen verrückt ist. Ich denke an Lappland, wo ich mal in einem Hotel gewohnt habe, in dem alles, Wände, Tresen, Betten, Böden und Kapelle, aus Eis war. Jedes Frühjahr taut es auf und jeden Herbst wird es wieder aufgebaut. Samstagabends war Tanz. Gewaltige Mengen Bier wurden angeschleppt, die Dosen wurden mit Rentierleder umwickelt, damit das Bier nicht gefror. Die Band trat in Pelzen und Moonboots auf und spielte zum Auftakt Whiskey in the Jar auf Schwedisch.
Sie nannten sich Lapplands Top Irish Band. Ich fragte den Barkeeper, ob heute Abend Musik gespielt wird. Klar, die Noel Redding Band kommt. Wer? Ja, Noel Redding, Sie wissen schon, der Kerl von Jimi Hendrix Experience. Ja, das hatte ich auch verstanden. Doch was um alles in der Welt treibt Jimi Hendrix Bassist in einen Pub in Clonakilty an einem Mittwoch im März, 30 Jahre nach Jimmys Tod? Armer Jimmy. Eine Menge Leute behaupten, es müsse ein schrecklicher Tod sein, am eigenen Erbrochenen zu sterben. Aber wie ich so den Typen am Tresen neben mir anschaue, der eine dicke Gemüsesuppe löffelt, denke ich bei mir, dass es noch schlimmer sein muss, an fremdem Erbrochenen zu sterben. Das ist eine kleine über Bullen. Ich habe mich noch nie gern mit Bullen eingelassen, vor allem nicht in einem katholischen Land. Spanien ist zum Beispiel ganz wunderbar. Aber diese landesweite Begeisterung, mit der Bullen dort getriezt werden, ist mir stets ein Rätsel geblieben. Ich habe zu Hause ein vielgepriesenes Video, das ich vor einigen Jahren auf der Fiesta in Javea an der Costa Blanca aufgenommen habe, wo die Bullen durch die engen Gassen der Stadt laufen, bevor sie auf den großen Marktplatz stürmen. Als der erste Bulle auf den Platz kommt, springt der Sexgott des Städtchens in engen schwarzen Hosen und einem puffärmeligen bis zum Sack aufgeknöpften weißen Hemd vor den Leitbullen, zieht Grimassen, eine Schnute, wackelt mit dem Hintern und macht ein Zeichen, welches das spanische Äquivalent für die Du-Wichser-Geste sein dürfte. Wichser, wa? Denkt der Bulle. Wirft sich auf den Mann und bohrt auf recht sachliche Weise die Hörner in seine Rippen. Sexgott fliegt zu Boden. Zuschauer rennen ihm zu Hilfe, scheuchen den Bullen fort. Zwei Ordner eilen herbei. Der eine richtet Sexgott auf, klopft den Staub vom Hemd, stillt die Blutung, fragt, ob alles in Ordnung sei. Sexgott nickt. Daraufhin haut ihm der andere Ordner die Faust ins Gesicht. Vermutlich deshalb, weil er den Bullen auf unerlaubt extravagante Art verärgert hat. Ohne Regeln würde schließlich jede Gesellschaft zusammenbrechen. Genauso wie Sexgott, der gleich darauf bewusstlos aus der Arena getragen wird. Ja, hier. Also ein so ein kleiner Sexgott. Noch, klein ganz noch, klein. Klein noch. Ne, damit man weiß, wie man in Irland Bier trinkt. Ja. Wegen der Zeit und der Sorgfalt, mit der auf dieser Insel ein Pint eingeschenkt wird, ist es ratsam, das nächste Glas bei Zeiten zu bestellen. Doch braucht man ein oder zwei Tage, bis man sich wieder an diesen Trick gewöhnt hat. Während ich also darauf warte, dass sich der Schaum in meinem halbvollen Glas setzt, lasse ich mich mit dem Typen neben mir auf ein Gespräch ein. Manxer Urgestein, zwei Ohrstecker, pudelblaue Augen, Fusselhaar hinten länger als vorn, ganz wie im hinterwäldlerischen Neuseeland oder wie Ian Botham es eher den trug. Eine Esche nennt man hierzulande die Frisur, was ich als Fisch ziemlich unfair fände. Er erzählt, dass er früher als Roadie für Manchester Bands gearbeitet habe und fragt, ob ich das Mantra der Roadies kenne. Nein, kenne ich nicht. Ist es nass, trink's. Ist es trocken, rauch's. Bewegt sich, rammelt's. Bewegt sich nicht, wirf's hinten auf den Truck. Ja. So. Das war Pete McCarthy und jetzt kommt Dietmar Wischmeyers neues Logbuch. Es gibt im Schaffen dieses bemerkenswerten jungen Mannes, Jahrgang 57, Philosophie, Literaturwissenschaft studiert, war auch lange Aushilfsdozent an der Uni, hat in einem Verlag gearbeitet, unter anderem 8 Bücher über Nachnamen betreut, wurde dann zur Hörfunklegende, Radio FFN, hat auch Radio, 6 ja. Jahre lang als festangestellter Leiter der Abteilung Comedy gearbeitet. Viele Bücher, reist auch selber rum mit verschiedenen Programmen. Es gibt 4 Bücher unter diesem Logo Logbuch. Die erste Reise, das hatten wir schon. Die zweite Reise, das machen wir jetzt. Dann das Paradies der Bekloppten und Bescheuerten und das Schwarzbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Das machen wir alles nächstes Jahr. Jetzt beginnen wir mit Lesen. Vielen Dank. Ja. Taxifahren. Wenn das dritte Bier mal wieder verlockender war als die Heimreise zur rechten Zeit, gut, dann kann man eigentlich auch noch ein Dutzend draufsatteln.
Denn jetzt bringt uns das Taxi heim ins Reich der Träume. Taxen sind diese vanillepuddingfarbenen Dinger, die entweder dutzendweise rumstehen oder gar nicht. Warum, fragt sich der benebelte Gastrogänger, warum lungern 50 Stück vom Bahnhof rum, aber dort, wo ich stehe, ist meilenweit keins zu sehen. Weil der Droschkenkutscher gern mit den Kollegen die ausgelesenen Fickelmagazine tauscht und deshalb deren Nähe sucht, hat man endlich durch Glück und Unverfrorenheit einen Vanillebomber erhascht. Überrascht einen beim Öffnen des Schlags zuallererst die mörderisch aufgedrehte Heizanlage. Bei 35 Grad Celsius und 99% Luftfeuchtigkeit hockt der lenkende Hominide in seinem rollenden Regenwald. Des Ungemachs nicht genug schleimt aus dem Blaupunkt Lüneburg der stadtübliche Dumpfbackensender seiner Hitparade mit den Superhits der 30er und 40er Jahre. Und da, wo die heiteren Operettenmelodeien uns mit der Gnade einer instrumentalen Schonzeit bedenken, quäkt die Taxizentrale mit 120 Dezibel durch die Fahrgastzelle. Nur für das Mietdroschkengewerbe werden immer noch Sprechfunkgeräte mit dem Know-how von 1923 gefertigt. Aus der Kakophonie technischer Urlaute filtert der Schwurbel am Steuer traumwandlerisch die für ihn bestimmte Botschaft heraus. Hier Wagen 23, bin Höhe Güterbahnhof, muss erst noch ein Besuchski in die Kaputtensiedlung bringen, melde mich dann. Betäubt von dem in schwüler Heizungsluft gereiften Deo-Roller des Taxifahrers begreifen wir erst nach Minuten, dass wir gerade gemeint waren. Aber immer noch besser im Auge des Chauffeurs seelenloses Ladegut zu sein, als an einen dieser Kameraden zu gelangen, die einen mit ihren neuesten Überlegungen zur Einführung der Todesstrafe vertraut machen. Scheinasylanten unter welche, hä? An sich müsste man alle diese Brüder den Kopf kürzer machen. Damit die Höhenkontrolle an der Grenze nicht so oft Alarm schlägt, oder warum? Aber Unsinn. Gelegenheit zur Widerrede hat man ja eh nicht. Die Droschkenlenker von der Laberfraktion blubbern wie unter Drogen Tag ein, Tag aus den gleichen Sermon herunter, ob mit oder ohne Fahrgast. Spannend wird es noch einmal in dem Moment, da wir dem Meister am Volant oder Volant. Das ist der Auswahl des Lesers überlassen. Am Steuer. Schön wäre auch wollend. Englisch. Ich sag Steuer. Da wir dem Meister am Steuer. Volant, holländisch. Unser genaues Fahrziel in Erinnerung bringen: Birkhuhnweg 12. Der frisch eingeschleuste Iraner blättert dann während der Fahrt hoffnungsvoll im Falkplan herum. Der alte teutonische Hase nickt allwissend und orgelt uns mit laufendem Taxameter zum anderen Ende der Stadt. Dort bremst er an einem gottverlassenen Droschkenplatz, kurbelt die Scheibe runter, brüllt zwei kackende Hunde und vier Kollegen an. Sag mal, kennt einer von euch den Fickhuhnweg? Acht iranische Samtaugen gucken ihn ungläubig an. Erst jetzt, nach einer halben Stunde Fahrt und 36 Piepen auf der Uhr, wendet sich der Kapitän der Umgehungsstraße erstmalig an seinen Fahrgast. Fickhuhnweg, wo soll denn das sein? Ach, Birkhuhnweg, hinten in der kaputten Siedlung, hab ich mir noch gleich gedacht. Spricht, wendet auf der Einbahnstraße, zeigt uns noch ein wenig die Stadt bei Nacht, um das Taxameter auf 200 Piepen hochzujubeln und entlässt den willenlosen Fahrgast gegen halb vier am Wachtelring.
Birkenweg sind diese Bodenwellen, die hauen mir die Achse unterm Daimler weg. Sind nur noch ein paar hundert Meter. Macht 256,80. 300 und eine Quittung. Kapituliert der ohnmächtige Gast vor so viel gelebtem Dienstleistungsstandort Deutschland. So. Möchten Sie denn gerne wissen, was der Herr Wischmeier von Zapfanlagen hält? Oder soll ich Ihnen einfach mal vorlesen, wie er über Köln denkt? Ja. Habe ich mir gedacht. Auch das ist irgendwo witzig. Ich suche schon mal München raus. Du kannst München, da sieht ja fast jede Stadt. Köln, der hat jetzt recht die Überschrift, noch witziger als Novosibirsk. Köln. Man kann fast überall leben, in Düsseldorf, Cottbus, Braunschweig, sogar in München. Aber in Köln, das geht gar nicht. Mann, ist es da scheiße. Die ganze Stadt ist eng und laut, es gibt entschieden zu viel hässliche Kirchen und der Fluss sieht aus wie die Einfahrt zum Containerhafen Rotterdam. Mitten in die zugebaute Innenstadt drängelt sich ein Dom, arrangiert wie von unten durch eine Betonplatte geschossen. Grauenhaft. Der Rest dagegen ist City von der Stange. Schlecker, Grillrestaurant, Athen, Karstadt, Job und Aldi-Markt. Nicht weiter schlimm, so sieht's halt überall aus im Land der Bekloppten und Bescheuerten. In Köln kommt aber erschwerend hinzu, dass der behämmerte Ureinwohner seinen debilen Kaff tatsächlich für eine scharfe Metropole hält. Und genau das macht den Aufenthalt in der Mediendeponie am Rhein so unerträglich. Es ist nicht die 0815-Stadt. Es sind die blöden Leute. Ein unerträglich von sich selbst eingenommener Menschenschlag, vulgär, laut und zotig. Extra für diese Hominiden werden wie Primitivprodukte hergestellt, die es sonst zum Glück nirgends gibt. Ein Bierersatz, der nach Pisse schmeckt. Und einer bekloppten Musik in eingeborenen Sprache. Babke, Höhner, Blackfoes, Gabi, Köster, Heller, von Sinnen, RTL, Karneval und Kölsch. So stelle ich mir den Eingangsbereich der Hölle vor. Der Kölner hingegen nicht, er hält das für normal. Was Wunder, er hat ja sein blödes Köln auch noch nie verlassen. Die höchste vorstellbare Form von Fremdheit und Exotik ist für ihn der Düsseldorfer. Konrad Adenauer, immerhin eine Zeit lang Bundeskanzler, hielt Berlin schon für Russland. Mehr ging eben in die rheinische Runzelberübe nicht rein. Wie kein anderer Städter dieser Republik findet der Kölner nur gut, was aus Köln ist. Zugleich hält sich der Trampel aber für weltoffen und kontaktfreudig. Das sieht in etwa so aus, dass sich in einer Kölner Kaschemme wildfremde Blödiane zu dir an den Tisch setzen und mit ihrem vulgären Dialekt anspucken. Wenn du noch mehr Pech hast, kommt einer der vagabundierenden Urinkellner vorbei und stellt dir eine Stange Schaler Jauche vor die Nase. Prost Mahlzeit, diese Stadt überlässt man besser den Bekloppten, die es freiwillig dort aushalten. Wenn man ihn allerdings ärgern will, den Kölner, dann erzählt man ihm, man findet alles Kölsche total klasse. Die doofen Mucke von Bab, dass jeder schwul ist, den Karneval, einfach alles, aber am besten fände man das Altbier hier. Ja! Das sei ja sowas von Schweinelecker und würde zu der Stadt passen wie Arsch auf Eimer. Spätestens dann darf man sich rühmen, einen Kölner zum Feind zu haben. So, können wir einfach sagen, sicher, das hat er lustig geschrieben, aber ich finde, es ist ein Arschloch. Ach, jetzt. Das ist einfach eine Stilübung in Städtegeißelung, genauso wie hier bei München. Ja, dann los. So, als Heinrich die Ziege, seines Zeichens Welfenkönig von Peine-Salzgitter, mal eine richtige Stadt sehen wollte, gründete er München. Der sonst dort vegetierende Bajuware war anscheinend zum Münchengründen bisher zu blöd gewesen. Noch heute besteht die Weltstadt mit Herz aus zwei Bewohnergruppen. Einerseits den zugereisten Kolonialherrn, kurz Schickeria genannt, und aus dem bayerischen Bodensatz. Letztere nagen schon zum Frühstück an bleichen jungen Ratten herum, die sie Weißwürstel nennen. Wolfram Siebeck hat ja uns mal gesagt,
über Weißwurst, Albino, Pimmel, sowas esse ich nicht. Und vertilgen dazu Unmengen einer bierhaltigen Schlempe aus großen Einmachgläsern. Menschen der nächsthöheren Evolutionsstufe werden von ihnen Saupreißen genannt. Und sogar die Inkontinenzwindeln im Altersheim tragen noch das blau-weiße Rautenmuster. Kurz gesagt, es ist eine verflucht eingebildete Bande. Gott sei Dank sprechen sie kein Deutsch. Die Münchner Oberschicht ist nicht weniger blasiert. Die Hälfte von ihnen arbeitet als Promi-Darsteller, die andere Hälfte als dessen Friseur. Ich weiß nicht wirklich, was das Wort angeschwult bedeutet. Es fällt mir aber als erstes ein, wenn ich an die Münchner Schickeria denke. Braun gebratene Tagediebe und verlebte Blondinen schlürfen Shampoos beim Friseur. So sieht der Alltag der Bussibären aus. Und wenn man ganz viel Glück hat, darf man in der 1300. Folge von Derek hinten durchs Bild schleichen. Schickeria und Trachtenseppel leben in der Stadt nebeneinander her. Nur einmal im Jahr trifft man sich auf der Wiesen. Einem mehrtägigen Saufgelage, das weltweit seinesgleichen sucht. Nirgendwo sonst wird der Mensch so auf seine Grundbedürfnisse saufen, fressen, kotzen und grölen reduziert. Und das zu überhöhten Preisen. Selbst bis ins ferne Nippon reicht die Kunde vom Münchner Oktoberfest und beschert der Stadt alljährlich einen Zustrom. Können wir ja schneiden. Selbst bis ins ferne Nippon reicht die Kunde vom Münchner Oktoberfest und beschert der Stadt alljährlich einen Zustrom gelber Hobbyalkoholiker. Überhaupt gilt die Bayern-Metropole dem Ausländer als Inbegriff deutscher Folklore. Was Wunder, hat doch hier schon der braune Atze mit den Hitlerchören das Horst-Wessel-Lied geschmettert und ein halbes Jahrhundert früher ein durchgeknallter König die Staatsfinanzen ruiniert. Deutscher geht's nicht mehr. Der Münchner selbst versteht sich eher als Italiener im Lodengewand. Über all dieser voralpinen Schwiemeligkeit regieren zwei mächtige Verbände. Die CSU und Bayern München. Einer von ihnen lässt 2 Dutzend Ausländer für sich Fußball spielen. Der andere versucht, die durchgeknallten Ideen des Papstes in Tagespolitik umzusetzen. Also, noch einmal McCarthy's Bar. Vom leider schon verstorbenen Pete McCarthy, das einzige Buch, was auf Deutsch von ihm erhältlich ist. Und 2. Reise durch das Land der Bekloppten und Bescheuerten. Das ist Gott sei Dank nicht das einzige Buch, was von ihm erhältlich ist. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Bernd Stelter. Sehr gerne. Bedanke mich bei Ihnen hier in der ausverkauften Allianz Arena. Danke Ihnen daheim an den Empfangsgeräten. Wenn Sie Spaß hatten, sind Sie hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, was liest du? Tschüss, guten Abend, vielen Dank. So.